Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins OnLive. Und ich bin jetzt gerade hier auf YouTube auf meinem Kanal und wollte mal sehen, also heute ist ja der 31.12.2018 und wir haben heute 1805 Videos habe ich auf meinem Kanal hochgeladen. Und wenn ich jetzt mal in die Analytics, da sind die Analytics und zwar möchte ich aber die Analytics vom ganzen Jahr haben, von diesem Jahr 2018, Moment, erstmal vom letzten Jahr. Letztes Jahr habe ich also dies hier gehabt. Vom 1.1.2017 bis zum 31.12.2017. Da habe ich also eine Wiedergabezeit von 193 gehabt. Und eine Wiedergabe von 193. Moment, das möchte ich mir mal. Da muss ich mir mal schnell hier so eine Kopie von machen. So, und das kann ich dann abspeichern. Wo bin ich jetzt hier? Ich wollte das jetzt eigentlich abgespeichert haben. Wieso macht ihr das jetzt nicht? Wo ist das Bild? Da sind wir. Und das möchte ich jetzt abspeichern. Hier genau. Und zwar YouTube, man sollte natürlich schon richtig schreiben, 2017, so, okay, dann kann der weg, und jetzt haben wir also 193, und dann haben wir Wiedergabezeit, 147 Aufrufe, und 198 Watchtime. Ich habe keine Mag-ich-Bewertung, eine Mag-ich-nicht-Bewertung und einen Kommentar und geteilten Inhalt 7. Welcher ist nicht auch akzeptiert worden? Kann ich das hier irgendwie sehen? Was ist das hier? Ein beliebiger Tag, also der hat keine Gefahr, der hat nicht auf Zuneigung gestoßen. Okay, ist in Ordnung. Das brauchen wir jetzt nicht. Und jetzt wollen wir hier wieder zurückgehen. Ich bin immer noch 2017, ja. Also das sieht also mager aus. Jetzt gehen wir mal zum aktuellen Jahr und werden Sie nicht blind, aber jetzt kommt der Crash. Also von 193 WT und 100 47 Aufrufe. So, jetzt gehen wir mal hoch, ein Jahr später. Wo sind wir hier? Da wollen wir hin. 2018. Jetzt wird das geladen. Man sieht also, wir haben jetzt 11.671 Watchtime. Und wir haben 132, das hat sich quasi nicht verändert. Und wir haben 7.598 Aufrufe. Ich habe 36 Bewertungen. Oh, 36 Plus-Bewertungen.
Ich habe 31 Minusbewertungen. Neun Kommentare. Und 17 geteilte Inhalte und Videos im Playlist 2769. Ja. Das beste Video war jetzt mein New Tablet, mein Chewy. Das hat eine Wiedergabezeit von 483 erreicht. An zweiter Stelle Sudoku 3, 334. Dann Dr. Shiria mit den Atemübungen. Ja, das dann mein Mikrofon hier mit Giga hat sogar 4 Kommentare bekommen. Ja, also das sieht gut aus von den Ländern hier. Ich denke mal, alles überwiegend Deutschland oder. Gibt es hier noch irgendwie eine gesonderte Aufzeichnung? Wo kommen meine Zuschauer her? Wiedergabezeit aus Deutschland, 90%, aus 9 Stück aus Brasilien. Ist ja kaum zu glauben. 22 Aufrufe. Österreich und so erreiche ich nicht. Okay, dann mal wieder zurück. Ja, also von 193 Watchtime auf 11.671, das ist doch mal eine Steigung. Das ist, wie viel Prozent sind das? Exponentielles Wachstum, mehrere tausend Prozent oder so. Und bei den Aufrufen von 147 Aufrufe auf 7.598, auch enorm. Und dann auch bei den Magisch-Bewertungen von 0 auf 36, von Magisch-Nicht-Bewertungen von 1 auf 31, von Kommentaren von 0 auf 9, von geteilten Inhalten, Playlists und so weiter auch. Ja, kann man sagen, das ist ein Erfolg, eine Erfolgsbilanz des ersten Jahres auf YouTube. Jetzt gehen wir mal kurz zu den Impressions. Mal sehen, ob da auch irgendwas zu sehen ist. Ich sag mal, man muss ja natürlich den YouTube-Kanal so über längere Zeiten betreiben, ein paar Jahre. Und da habe ich dann teilweise 800.000. Mein erster Weihnachtstag, wo sind wir? Wir sind hier wieder bei 28 Tagen. Genau, ich wollte doch hier 2018 haben. Da werden natürlich viele Monate nicht angezeigt, hier die ersten. Da gab es das noch nicht, das ist ja neu eingeführt worden, ich glaube im 4. Und da sieht man also, dann haben wir also 82.000 Impressionen und davon sind 4,8% angeklickt worden. Also das ist eine Steigerung von größer als 999% gegenüber dem Vorjahr, wenn ich das hier richtig verstehe. Ja, genau, gegenüber 17. Gegenüber 17 und dann haben wir also Zugriff von den Kanalseiten, extern, intern, Playlist 72,7 und 37.000 Impressionen von Empfänger deiner Inhalte auf YouTube. Und Wiedergabe nach Impressionen 1948. Ja, gut.
Dann haben wir hier Playlist 2018. Du kriegst Quellen für vorgeschlagene Videos. Von TubeBuddy 3,6 Google Search Creator Studio und 20,2. Ja, schön. Das heißt jetzt was? Durchschnittliche Wiedergabedauer. Ja, also das waren die Analytics hier. Dann haben wir hier die Übersicht. Sind wir immer noch 2018 vom 1.1. Dann haben wir also 11.765. Das ist jetzt nicht identisch mit dem, was ich vorhin hatte. Da hatte ich 11.671. Aber das sind ja Peanuts. Das ist also mehr als 9.000% Abonnenten 6. Ja. Danach ist also das hier das beste Sudoku. Und haben wir hier Kommentare. Ja, also das war die Übersicht. Das ist jetzt die Zuschauer, die ich erreicht habe. 82.000 Impressionen ist eine Menge. Das ist eine Menge. Voriges Jahr, 2017, habe ich noch gar keine Impression gehabt. Da gab es das noch gar nicht, glaube ich. Oder? Genau. Da gab es das noch nicht. 2018 haben wir also. Und 4,8, das schwankt ja. In den ersten Monaten habe ich ja sowieso kaum was gemacht. Ja, wie sieht das jetzt aus mit dem Dezember? In diesem Dezember bin ich also runtergegangen. Ich hatte hier so eine Schwächephase. Eine Depressionsphase oder eine Demotivationsphase oder wie auch immer. Und dann hier ab 19.12. geht es wieder hoch. Hier zu 18.12. war der letzte Tiefpunkt. Und aber ein, zwei wurden doch immer genug gemacht. Absolut null habe ich auch keinen, oder? Dann müsste der ja ganz nach unten gehen. Was war das hier? Am 20.12. und das hier am 25.12. Also, über Weihnachten bin ich wieder hochgekommen. Und im Dezember war das also. Kanalseiten. Ja, welches ist mein erfolgreichstes Video in der Shioya im Dezember? Wiedergabezeiten Dezember sind wir noch der Shioya Nummer 1, der tägliche Morgentrunk. Und ja, also das waren die Zuschauer, die ich habe im Dezember. Und wie war das im November? Da hatte ich also 11.000, da habe ich 13.000 gehabt im November. Impressive, ein bisschen mehr. Sind auch insgesamt eine andere Struktur, ja.
insgesamt höhere Wattzahl. Und im Oktober lag ich wieder bei 11.585, also fast wie Dezember. Ja, aber ich sag mal 11.821 mit einer Kriegsrate von 5,2. Ich habe jetzt meine Thumbnails verbessert. Ob das darauf zurückzuführen ist, dass ich jetzt eine höhere Klickrate bei den Impressionen habe, könnte vielleicht sein. Ja, was gibt's noch? Interesse der Zuschauer wecken. Da ist die Pause. Da habe ich 2 Tage nichts gemacht, oder wie? Für diesen Zeitraum sind keine Daten vorhanden. Ja, genau. Da habe ich nichts hochgeladen. Und das zieht natürlich den Durchschnitt nach unten. Erst hatte ich sehr hoch und dann gehe ich hier immer weiter runter. Fast bis auf null. 18.12. Das war 19.20. Die erfolgreichsten Abspann-Elementtypen: Playlist, Video, Abo, direkt hochgeladen. Die besten Videos nach Abspann. Die Top-Playlist, 4. Quartal, Kunst, 5. Jahr. Okay. Was haben wir? 1.800. 58 Wiedergabezeit im Dezember. Ist runtergegangen gegenüber 20% gegenüber dem Vormonat und die Wiedergabezeit auch. Ja, Publikum, was kommt hier? Deutschland 77%. Keine Untertitel. Was ist das hier? Einzelne Nutzer. Das heißt, ich habe ja da so 38 Nutzer gehabt und da habe ich 27 und da habe ich 36. 24. Das bin ich hier, oder wie? Wenn ich meine Videos selber aufrufe, dann bekomme ich ja hier auch die Sachen. Ja, okay, dann war das das. Dann können wir also hier wieder zurückgehen. Gehen wir mal wieder aufs Dashboard. Ja, das war's also. Wiedergabezeit. Eine ladbare Adresse. Kanalanalysen. Sudoku.
Ja, also ich sag mal, ein erfolgreiches Jahr 2018 auf YouTube Analytics. Und wenn wir im nächsten Jahr genau dieselbe Steigung haben, dann können wir jetzt sehr zufrieden sein. Okay, ich mache jetzt mal Schluss, sonst wird das zu lange, sind schon wieder 20 Minuten hier. Und jetzt halte ich das Ganze mal an.